Panel hier überschrieben, Open Government, wie viel Transparenz verträgt die Verwaltung? Mein Name ist Andreas Nold von SAS Deutschland. Ich bin hier in meiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender der Arbeitsgruppe E-Government im BITKOM und moderiere hier. Ich darf Sie kurz das Panel Ihnen kurz das Panel vorstellen. Auf der rechten Seite, oder für Sie links, Anke Domscheit-Berg. Ist hier für die Government 2.0 Netzwerk Deutschland. Sie ist nach ihrem Studium Volkswirtschaft und Wirtschaftsbeziehungen, internationale Wirtschaftsbeziehungen, zunächst bei Accenture und McKinsey gewesen, war dann, und ich denke, da ist sie natürlich besonders hervorgetreten, bei Microsoft lange Jahre dort zuständig für Government Relations und innovative Government Programs, Lead Germany, und ist jetzt seit kurzem selbstständig mit zwei Firmen. Rechts oder links davon die Frau Professor Ulrike Rockmann. Sie ist die Präsidentin des Statistischen Landesamtes oder des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg. Seit 2007 ist sie dort in diesem Fusionierten die Präsidentin, war vorher schon Präsidentin des Landesamtes, des Statistischen Landesamtes Berlin. Davor hat sie eine Professur an der Uni Oldenburg gehabt und davor hat sich habilitiert an der FU Berlin. Ist studierte Mathematikerin und Sportwissenschaftlerin, was ich eine super Verbindung finde. Davon links hier Matthias Trenell von der Zebralog. Er ist Diplompsychologe und ist dort hauptsächlich im wissenschaftlichen Bereich bei der Zebralog tätig. Zebralog machen Beteiligungsplattformen. Er war vorher an der TU Berlin, wie ich schon sagte, Diplompsychologe, hat ein Auslandsstudium in Melbourne hinter sich gebracht und war davor am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Hier neu hinzugekommen, deswegen habe ich mich leider Gottes nicht richtig vorbereiten können, weil ich das jetzt eben erst gesehen habe, dass wir noch einen weiteren Teilnehmer haben auf dem Panel. Ist der Kollege, habe ich ihn hier, Hauke Giro. Er ist für die Open Knowledge Foundation. Herr Giro ist Politikwissenschaftler und arbeitet, wie gesagt, für die Open Knowledge Foundation. So, das vielleicht zum Panel. Ja, wir schließen uns jetzt so ein bisschen an die vorgehende Sitzung an, thematisch, wo ja insbesondere der Partizipationsaspekt, also das heißt die Beteiligung der Bürger am politischen Geschehen, diskutiert worden ist mit dem Konstantin von Notz, insbesondere dort die Enquete-Kommission und wie wird zusammengearbeitet mit der Enquete-Kommission. Unser Panel beschäftigt sich ein bisschen mehr mit der Idee der Transparenz in Bezug auf die Verwaltung. Also das heißt, der Aufschlag für uns heißt, zunehmend haben die Bürger erweiterte Kollaborationsmöglichkeiten mit ihren Außenwelten. Entweder über soziale Netzwerke oder dass Firmen direkt anbieten, voten sie, wie gut gefällt ihnen das, oder diese klassischen Sachen von angefangen von Amazon bis TripAdvisor und so weiter und so fort. Alle Information ist sofort da. Alles ist abstimmbar, alle Leistungen, die man sozusagen mehr oder weniger im Netz bekommen kann, über die wird auch gesprochen. Die Frage ist, sollte das mit Verwaltung auch sein? Und wenn man sagt, ja, in welchem Rahmen hat das stattzufinden? Welche Potenziale ergeben sich daraus? Welche Gefahren sind damit verbunden? Und wie kann das Ganze eingeschätzt werden? Ich will vielleicht ganz kurz vorab, ich habe keinen so schön vorgelesenen Text von so einer, mit so einem Hintergrund-Ambient, wie wir es vorhin gerade hatten, so ein bisschen
eine andere Sache. SAS hat letztes Jahr so eine Studie gemacht hier, Open Data, Open Government Monitor 2010, wünschen Bürger mehr Transparenz, war eine Forsa-Studie, die ist auch im Netz verfügbar. Wir haben also repräsentativ 1000 Leute befragt, ob sie denn sich wünschen würden, mehr Open Data zu haben und so weiter. Und 88% damals, also vor einem Jahr, haben gesagt, ja, sie würden eben nicht personenbezogene Daten gerne von Behörden erfahren. 81% der Leute haben geglaubt, dass dadurch sich mehr am politischen Geschehen beteiligen könnte. Und nur 16% haben datenschutzrechtliche Fragestellungen gesehen. Das sind Ergebnisse hier von dieser Studie. Und jetzt kommt was ganz Tolles, nämlich exklusiv. Wir haben gestern und vorgestern von Forsa wieder eine Studie durchführen lassen, diesmal zum Thema Social Media Analysis. Also die Frage ist, wie können Bürger sozusagen mit Social Media in Kontakt treten mit Verwaltung? Und jetzt will ich Ihnen exklusiv sozusagen so ein paar Findings, die wir haben. Die Studie ist noch nicht veröffentlicht. Die Ergebnisse sind auch noch nicht veröffentlicht, also nichts veröffentlicht, das ist alles hier sozusagen so ein bisschen unter uns. Will ich einfach mal das ein paar Sachen vortragen, das ist ganz interessant, finde ich. Also aus dem Nonliner-Atlas kann man ja entnehmen, dass 74% der Deutschen online sind, Tendenz steigend. Unter den 30-Jährigen sind das 97%, das ist praktisch Abdeckung. Wir haben jetzt befragt verschiedene Sachen, was das Thema Social Media angeht, also mit anderen Worten eben auch Beteiligung, Transparenz, wie das stattfindet. Und zunächst natürlich die Rahmendaten. 78% dieser unter 30-Jährigen bewegen sich in Social Media im Bereich in irgendeinem Facebook oder wie sie auch alle heißen mögen, 78%, 44% der unter 44-Jährigen. Also das ist dann schon stark abnehmend. 80% der unter 30-Jährigen machen das mehrmals die Woche, sind also mehrmals die Woche da aktiv in den Social Media am Tippen und so weiter. Also das ist durchaus eine enorme Arbeitszeit, die in dieses ganze Thema reingeht. Und jetzt haben wir befragt, sozusagen, wie zufrieden, unzufrieden die mit verschiedenen Angeboten sind. Und in meinen Ausführungen beziehe ich mich jetzt im Wesentlichen auf die unter 30-Jährigen, weil will es da niemand irgendwie, der jetzt über 30 ist, gehört auch dazu. Man sieht es mir zwar nicht an, aber es ist so, dass ich also mich jetzt bei den Aussagen hier auf die unter 30-Jährigen bezieht, weil das eben sozusagen diese große Abdeckung hat. Und 86% der unter 30-Jährigen wären zufrieden, wenn sie mehr mit behördlichen Organisationen, wenn sie mehr Möglichkeiten hätten, übers Internet mit ihnen in Kontakt zu treten. Ähnlich geht es auch um die politische Einflussnahme. Dort sind ähnlich große Zahlen, 84%. Der Leute wünschen sich auch dort größere Beteiligungsmöglichkeiten. Es steht so ein bisschen in Widerspruch zu dem, was wir eben gerade hier gehört haben, wo die Beteiligungsmöglichkeiten ja da sind, aber sie offensichtlich nicht richtig genutzt werden. Also da gibt es noch ein bisschen Widersprüche, haben wir jetzt nicht abgefragt, aber das ist jetzt ein kleiner Kommentar von mir. Lediglich 29% aller Befragten, also das ist das komplette Panel altersmäßig, sind eben mit dem Ist-Zustand der Möglichkeiten der behördlichen Einflussnahme, also dass sie mit Behörden in Kontakt treten, zufrieden. Und lediglich 35% der Befragten können sich vorstellen, auch übers Internet am politischen Geschehen zu beteiligen. Das ist also, deckt sich wieder so ein bisschen mit dem, was wir vorhin gehört haben, über die geringe Beteiligung
an politischen Themen. Das spiegelt sich also hier wieder. 78% der jungen Befragten finden, dass das Internet heutzutage als Frühwarnsystem eine große Bedeutung zukommt, um viel früher auf Dinge aufmerksam zu machen, die die Bürger bewegen. Das ist also die Frage. Also dann wäre natürlich die Frage, ob man über solche großen Wellen der Aufregung, Stuttgart 21 und so weiter, ob man da sozusagen mit diesen Instrumenten dagegen hätte fahren können. Wir sehen das ein bisschen bestätigt in der Aussage, dass 78% der Jungen, also unter 30-Jährigen, denken, dass die politischen Verantwortlichen auf Diskussionen im Internet, insbesondere in sozialen Netzwerken und Diskussionsformen, mehr Rücksicht nehmen müssen und diese Stimmungen bei ihren Entscheidungen berücksichtigen müssen. So, das vielleicht als kleines Zahlenspiel. Wir werden, wie gesagt, noch detaillierter über diese Studie berichten. Ich will jetzt mal einsteigen hier, um rauszufinden. Deswegen, ich möchte ganz gern, wie gesagt, nochmal als Aufschlag den Text hier vorlesen, den ich sehr, sehr präzise und gut als Fragestellung empfinde. Und dann will ich das auch gleich sozusagen hier mein erstes Statement durch die Reihen geben. Das Web 2.0 verändert die Erwartungen an Staat und Verwaltung. Die Generation der Digital Natives ist mit dem Internet und Mobiltelefonen aufgewachsen. Sie erleben und nutzen täglich neue Technologien und Geschäftsmodelle, die auf Transparenz, Vernetzung, Feedback, Einbeziehung beruhen und das 24/7, also 24 Stunden in 7 Tagen und mobil an jedem Ort. Welche Folgen hat das für die öffentliche Verwaltung? Welchen Preis, wenn sich Verwaltung auf mehr Offenheit einlässt und welchen Preis, wenn nicht? Finde ich extrem spannend, diese Fragen, und dann werden wir jetzt ein bisschen nachgehen. Jetzt komme ich mal hier rüber. So, ich darf. Muss ich da irgendwas anschalten? Ja, offensichtlich. Hallo? Ja, okay. Ich darf vielleicht als Ersten hier ganz rechts Anke bitten, vielleicht mal eine erste Einschätzung zu geben, wie das Thema gesehen wird aus der Open-Government-Szene. Die Open-Government-Szene in Deutschland ist ja noch nicht uralt, aber immerhin, ich würde mal sagen, so gute 3 Jahre zählt sie auch. Wir haben demnächst am 30. September ja das dritte Government 2.0 Camp. In diesem Jahr heißt es Open-Government Camp, wo man sich mit diesem Thema beschäftigt. Es sind vor 3 Jahren auch 2 Netzwerke entstanden, das Government 2.0 Netzwerk Deutschland e.V., in dem ich aktiv bin, und das Open Data Netzwerk. Beide versuchen massiv Lobbyarbeit dafür zu machen und beide merken in ihrer Arbeit, dass natürlich die Reaktionen auf Seiten der Verwaltung extrem unterschiedlich sind. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, die sind alle dagegen. Das stimmt nicht. Also zum Beispiel die Open Data, die Berliner Open Data Aktionsplattform ist ein sehr gutes Beispiel für eine sogenannte Community-Public Partnership, im Gegensatz zu den Private-Public Partnerships, die man sonst so kennt, wo Wirtschaft und Verwaltung miteinander arbeiten. Hier arbeitet die Community mit der Verwaltung zusammen. Und Community ist in dem Fall sehr weit gefasst. Da sind auch Vertreter der Wissenschaft dabei, da sind NGOs vertreten. Da ist auch das Statistische Landesamt präsent in dieser Initiative, aber eben auch verschiedene Mitarbeiter unterschiedlichster Senatsverwaltungen in Berlin oder von Behörden. Und da kann man sehen, bei denen, die dort mitmachen, dass es also durchaus jede Menge Menschen gibt, die mit viel Enthusiasmus dabei sind. Und wenn man gemeinsam an einem Strang zieht, dass man dann auch viele Dinge erreichen kann. Am 14. September wird in Berlin das erste deutsche Open Data Portal live geschaltet. Das ist ein großer Erfolg für diese gemeinsame Initiative. Aber trotzdem ist das nicht repräsentativ für die gesamten Verwaltungen in ganz Deutschland. Da sind die Widerstände leider immer noch sehr groß. Es gibt auch nicht, wie zum Beispiel in England oder in den USA, eine zentrale Initiative, wo man sagen kann, ja, das ist Kanzler- oder Kanzlerinnenaufgabe. Man treibt das als Strategie von oben. Das fehlt natürlich, das verlangsamt den Prozess. Und die Pläne, die es da auf nationaler Ebene gibt, sind nicht so besonders ehrgeizig.
Jetzt war die Frage danach, was ist der Preis, wenn man nicht mitmacht? Oder in Deutschland müsste man vielleicht sagen, zu langsam mitmacht. Wir haben uns ja offensichtlich auch entschieden als Land, uns nicht an der oder noch nicht an der Open Government Partnership auf internationaler Ebene zu beteiligen, die auch im September startet mit etlichen Ländern. Das kommt hoffentlich noch. Es ist aber in dieser Angelegenheit so, weil die Bürgerinnen und Bürger sich an diese Medien gewöhnt haben und sie auch benutzen, dass sie nicht nur schlechthin die Erwartung haben, dass sie das auch mit Verwaltung können, sondern wenn die Verwaltung das nicht macht, dass sie es schlicht selber machen auf irgendeinem Weg. Und das reicht dann von irgendwelchen Leaking-Plattformen bis zu anderen Geschichten, die stattfinden. Wenn man nicht wie bei Amazon öffentliche Dienstleistungen bewerten kann in einem öffentlichen Portal, also von der öffentlichen Verwaltung, macht man sich selber eins. Also es gibt Krankenhausbewertungsportale, wo man auch nach Rentenversicherungs-, Reha-Kliniken genauso gucken kann. Also das findet alles statt. Es finden in England zum Beispiel öffentliche Crowdsourcing-Spesenbeleg-Analysen statt von sämtlichen Spesenbelegen der Abgeordneten im Parlament in England, wo jede Menge schwarzer Schafe aufgedeckt wurden. Das haben die Bürger einfach mal von alleine gemacht, obwohl das Parlament das nicht lustig fand. Also diese Dinge werden stattfinden. Man hat nicht wirklich die Wahl als Verwaltung, das denken viele, es stimmt aber nicht, sondern man hat die Wahl zwischen will ich mitgestalten und dann die großen Potenziale und Vorteile auch für die Verwaltung praktisch erreichen und umsetzen oder gucke ich zu, wie irgendwelche Dinge unkontrolliert von unten passieren. Ja, Frau Dr. Frau Professor Rockmann, Sie sind ja schon jetzt angesprochen worden und auch beteiligt an verschiedenen Open Government Verfahren. Vielleicht mal kurz hier. Ja, mache ich mal weiter einfach. Um eingangs zu sagen, also ich repräsentiere ja hier praktisch jetzt die amtliche Statistik und das ist nicht die Verwaltung. Also ich käme nicht jetzt auf die Idee zu sagen, wir sind repräsentativ für die Verwaltung. Das hängt einfach daran, welche Aufgaben wir haben. Und die sind eben gesetzlich verankert und unter anderem steht im Bundesstatistikgesetz für uns ja auch ganz klar drin, nach welchem Verfahren wir zu arbeiten haben. Wir haben neutral zu sein und unabhängig und objektiv und müssen wissenschaftlich arbeiten. Und vor allen Dingen müssen wir die Daten, die wir erheben, eben in geeigneter Form auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Das ist mit unser Auftrag sowieso von vornherein gewesen. Sicherlich haben andere Verwaltungen andere Aufträge und damit vielleicht größere Schwierigkeiten, eben sich solcher Initiative auch anzuschließen. Ja, ich denke, wir sind mit dabei, weil wir natürlich sehr, sehr viele Daten haben über das gesellschaftliche Geschehen. Auch das ist ja unser Job. Und wir auch sehr viel Erfahrung schon gemacht haben mit der Bereitstellung dieser Daten, die ja in ihrem Ursprung, wenn sie bei uns ankommen, immer einen Personenbezug haben oder einen Bezug haben zu der Firma, die uns die Daten liefert und die wir dann mit Anonymisierungsverfahren in einen Zustand verwandeln, dass wir sie auch bisher der Wissenschaft als Einzeldaten zur Verfügung gestellt haben. Auch das ist ja inzwischen gesetzlich verankert. Es gibt so ein Wissenschaftsprivileg. Und hier tun wir jetzt einfach einen Schritt weiter und sagen, wir stellen eben auch diese Daten dann der Öffentlichkeit als Einzeldaten zur Verfügung. So, und die Frage ist natürlich jetzt, was macht man damit? Kann jeder was damit machen? Naja gut, also da ist dann wieder die Frage, sicherlich nicht jeder, aber man kann natürlich viele gute Ideen haben, was man damit tun kann. Ich wollte mal als Beispiel anführen, die Debatte um die Hartz-IV-Regelsätze und deren Veränderung mag dem einen oder anderen noch in guter Erinnerung sein. Dieses basierte ja auf Daten, die die amtliche Statistik erhoben hat, die sogenannte Einkommens- und Verbrauchsstichprobe. Und das ist auch ein typisches Verfahren. Ne? Also wir erheben diese Daten, wir haben die Daten parat und dann passiert etwas Politisches. Dann wird politisch gesagt und jetzt müssen die und die Daten genommen werden, um das und das zu ermitteln. So, damit kann man nun mehr oder weniger zufrieden sein, was dabei rausgekommen ist, wenn die Einzeldaten, auf denen man, die man genutzt hat zum Rechnen, der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, kann man natürlich, denke ich, viel substanzieller diskutieren jetzt. Was würde passieren, wenn ich das noch mit einbeziehe oder lasse oder die Abschneidegrenzen anders gestalte? Ne? Und das sind eben die Punkte, wo also wir sagen, wir sind sehr interessiert daran, dass das dann eben auch passiert mit den Daten. Ne? Wir haben daran kein Eigeninteresse. Herzlichen Dank. Jetzt haben wir gerade gehört, wir haben jetzt praktisch keinen Vertreter der Verwaltung hier. Vielleicht der Herr Trenell, der für die Verwaltung diese Art von Transparenzprojekten durchführt.
dass Sie vielleicht ein bisschen auch auf diese sagen wir mal, Verwaltungssicht auch mit eingehen. Ja, vielen Dank. Wenn Sie sagen, CBRLO arbeitet für Verwaltung, dann heißt es, dass die Auftraggeber in fast allen Fällen die öffentliche Verwaltung ist bei der Durchführung von elektronischen Bürgerbeteiligungsverfahren. Und ich denke, meine Rolle hier auf dem Podium ist es, auf diesen Zusammenhang hinzuweisen zwischen einerseits Partizipation, was ja auch Thema des vorangegangenen Panels war, und Transparenz und Open Data. Denn man kann ja nicht sinnvoll Bürger beteiligen, wenn man sie nicht auch informiert über das, worum es geht, über die Entscheidungsgrundlagen, über die Erörterungsgrundlagen. Und zum anderen, umgekehrt, muss man sich natürlich fragen, was bringt es denn, Transparenz einziehen zu lassen, Dinge zu veröffentlichen, ohne den Bürgern, die diese auch dann direkt übers Internet rezipieren können, die Gelegenheit zu geben, sich dazu dann zu äußern. Also insofern besteht da ein sehr enger Zusammenhang. Ich würde nur mal sagen, am Anfang haben Sie diese Studie zitiert und haben auch gesagt, haben Sie auch gesagt, 38% der Menschen möchten sich einbringen in den politischen Prozess. Das kann man natürlich so oder so interpretieren. Ich neige dazu, das positiv zu interpretieren. Denn wir müssen uns mal vor Augen führen, wofür unsere repräsentative Demokratie gerade gebaut ist. Sie ist nämlich dazu gebaut, höchstens 5%, das ist eine Schätzung, 4% sind Parteimitglieder in der Bevölkerung, ich sage jetzt mal nur 1% sind vielleicht Mitglieder in Interessenverbänden. Ja, diesen Teil, also es ist unsere Gesellschaft, unsere repräsentative Demokratie ist einfach nicht gebaut dafür zurzeit, das aufzunehmen und diese 35% der Menschen zufriedenzustellen, die das gerne wünschen. Und also ich denke, da ist noch sehr viel Potenzial, denn diese 35% haben auch dem Gemeinwesen sehr viel zu geben. Sehr viel zu geben an Wissen und guten Ratschlägen. Vielleicht schließen Sie Ihr Statement gleich an. Was? Ja, gerne. Also uns wurde ja als Fragestellung mitgegeben, kann man auch über uns lesen, wie viel Transparenz verträgt eigentlich die Verwaltung? Ich würde die Frage eigentlich andersrum stellen und sagen, wie viel Verwaltung verträgt eigentlich Transparenz? Ja. Seit Jahren gibt es irgendwie eine Debatte, es wird geredet über New Public Management und über Verwaltung als Dienstleistung. Und ich denke, eigentlich die zentrale Dienstleistung der Verwaltung sollte sein, gegenüber uns, wie kann ich vermitteln, was ich tue? Ja, ich bin transparent in meinen Prozessen und darüber hinaus, also da gibt sich eine Riesenchance für Verwaltung. Also Verwaltung ist ja jetzt nicht allgemeinhin das, was man jetzt als sexy irgendwie bezeichnen würde. Wenn man aber sagt, diese Verwaltung zeigt eben, wie sie arbeitet, sie macht ihre Strukturen deutlich und Leute können die Hemmnisse, mit denen Verwaltung konfrontiert ist, auch nachvollziehen. Dann sind sie ja viel eher bereit, auch Dinge, die vielleicht nicht so gut funktionieren, zu tolerieren. Sie wissen, wie sie sich einbringen können und können dort entsprechend ansetzen. Ja. Und die Forderung nach Open Data, die wir ja auch immer wieder mit erheben, dass man sagt, okay, gebt Daten frei, mit denen wir arbeiten können, macht das in offenen Formaten, dass wir sie weiterverwenden können. Das ist ja auch keine isolierte Forderung, einfach nach einer bestimmten Anzahl von Excel-Tabellen oder CSV-Dateien oder was auch immer, sondern das richtet sich ja eigentlich darauf, dass wir sagen, okay, es sollen Prozesse entwickelt werden, die transparent sind. Und ja, dass man zum Beispiel nachvollziehen kann, wie kommt jetzt ein Gesetz zustande? Es gibt irgendwie eine bestimmte Datenbasis, aufgrund der ein Problem irgendwie erkannt wird. Man sagt, vielleicht passen die Hartz-IV-Regelsätze nicht mehr, um bei dem Beispiel zu bleiben. Und wir erheben das dann. Und dann kommt natürlich die politische Komponente dazu und man sagt, wir haben jetzt verschiedene Einschätzungen der Lage und wie wir damit umgehen sollen. Und dann tragen wir verschiedene Entwürfe zusammen. Wir haben verschiedene Diskussionspapiere, Referentenentwürfe. Und dann wird das wiederum weiter in den politischen Prozess und in den Bundestag gegeben, wo es dann eigentlich das erste Mal richtig öffentlich wird zurzeit. Ja, manchmal kann man Referentenentwürfe lesen, aber das ist im Moment eigentlich noch ein Glücksfall.
Und wenn man da rangehen würde und sagen würde, so etwas veröffentlicht man. Man hat irgendwie verschiedene Diskussionspapiere, die ich nachvollziehen kann als Öffentlichkeit, dann wird es eben dieser ganze Prozess deutlich transparenter und es passieren dann auch nicht mehr so Sachen, dass kurz vor der Wahl aus dem Finanzministerium wieder die Horrorliste des Grauens durchgestochen wird, wo jetzt ein Konzeptpapier ist, wie man irgendwie öffentliche Finanzen in den Griff bekommt, und es gibt irgendwie noch 20 andere wahrscheinlich, die da liegen, und man hat da eben, ja, und dann hat man wieder irgendwie einen Skandal am Hals. Wenn solche Informationen einfach viel regelmäßiger veröffentlicht würden, dann ist das, glaube ich, eine Riesenchance letztlich für die Verwaltung. Ja, herzlichen Dank für die Statements. Wir haben jetzt geht das? Ja. Wir haben jetzt eine ganze große Bandbreite gehört von eigentlich Forderungen, Ideen, wie sollte Verwaltung sich verändern, gegebenenfalls auch welche. Welche Informationen sollte sie rausgeben? Und mich würde jetzt mal interessieren, also es wurde mehrheitlicher angesprochen, welche Treiber für die Verwaltung da sind. Anke hat gesagt, also wenn die Verwaltung diese Daten nicht rausgibt, dann kommen sie auf andere Weise raus. Und die Verwaltung sehe sozusagen eher schlecht aus. Ähnlich ist ja hier gesagt worden, also wenn der Zyklus sozusagen relativ lang ist, irgendwelche Informationen rauszugeben, ist es immer schlecht sozusagen. Also für die Verwaltung. Das sind so ein bisschen natürlich Bedrohungsszenarien für die Verwaltung so ein bisschen unter Zugzwang setzt, über dieses Thema nachzudenken. Ich würde ganz gern mal in die zweite Runde hier die Frage reingeben. Was man denn empfehlen könnte an die Verwaltung oder welche Ideen es denn gibt aus den einzelnen Interessenslagen oder aus den einzelnen Erfahrungshorizonten, wo positive Anreize sozusagen da sind, die Verwaltungen aufgreifen könnten, um eben so ein bisschen auch ins Chancendenken zu kommen und eben nicht nur aus Angst irgendwie zu agieren. Ich will vielleicht mal einfach zwei Beispiele erzählen. Eines, glaube ich, ganz typisch für Beteiligungsverfahren aus dem Umfeld der Stadtplanung. Wir wissen ja nicht nur von Stuttgart, dass das also unter Umständen sehr kontrovers diskutiert sein kann. Ich möchte nach Hamburg gehen, das ist nicht ganz so bekannt. Da gibt es einen freien oder gab es einen freien Fleck in der Mitte, einen der ganz wenigen noch, der alte Domplatz. Und man dachte sich, auch der einzige zentral gelegene, super tolle Platz. Da machen wir jetzt mal eine ganz schicke Architektur drauf. Irgendwas Spektakuläres, an das sich dann alle erinnern und so weiter. Man hat, wie macht man das üblich, einen Wettbewerb beauftragt. Es gab spektakuläre, hier toller Glaswürfel, soll doch in die City rein, Vorschläge. Und dann hat man last minute aber nochmal die Bürger gefragt, wie sie denn diese Vorschläge eigentlich finden. Und hat das aber so weit geöffnet, dass man gesagt hat, ihr könnt aber auch irgendwas aufmalen und einschicken, egal ob ihr jetzt Architekten seid oder irgendwie Frau Müller oder Herr Schulz von nebenan, legitim. Und dann hat man das auch wieder diskutieren lassen, öffentlich mit den Leuten. Und Überraschung, am Ende kam also kein weiterer langweiliger Glaspalast in der Mitte einer Stadt heraus, sondern die Bürger wollten da einfach ein schönes Stück Wiese haben in der Mitte. Und sie wollten da, wo früher mal der Dom war mit seinen Pfeilern, genau an den Stellen der Pfeiler, da sind jetzt große bunte Glaswürfel, die nachts leuchten und ihre Farbe verändern. Das sind also hervorragende Sitzplätze. Und wozu war das alles gut? Die Bürger lieben diesen Platz, die gehen da wirklich gerne hin. Man hat kein Geld versenkt für die x-te öde Architektur, die in 10 Jahren nicht mehr schön ist. Und das ist natürlich was am Anfang zwar die Stadtväter und Mütter wahrscheinlich etwas irritiert hat, weil sie wollten ja was Spektakuläres. Aber sie haben ihr Ziel erreicht, dass die Bürgerinnen und Bürger mit der Entscheidung zufrieden sind. Und das ist doch eine sehr befriedigende Geschichte. Eine andere, die ist mehr, ein anderes Beispiel kommt aus den USA, das Peer-to-Patent Project, der ein oder andere kennt es vielleicht schon. Das zeigt einfach, wie Prozesse enorm effektiver oder effizienter ablaufen können, wenn man die Bürger einfach mitmachen lässt. Das passt nicht immer, aber in diesem Beispiel passt es. Das ist die Patentbehörde der USA. Die haben einen Auftrags- oder Antragsstau für Patente gehabt von 3 Jahren. Man musste also 3 Jahre warten. In unserer heutigen innovationsbasierten Zeit ist das furchtbar lang, viel zu lang, bis man eine Entscheidung bekam, ob man jetzt Patentschutz hat oder nicht. Und irgendwann, man wusste, mehr Leute einstellen geht nicht, das kennen wir ja hier,
hat man sich entschieden, die Anträge einfach ins Netz zu stellen. Also sicherlich nicht von irgendwelchen Geheimen, wie baue ich eine tolle Waffe entwürfen, aber bei den meisten Dingen ist das unkritisch. Man hat die also reingestellt und den Rest der Welt gefragt, habt ihr sowas Ähnliches schon mal irgendwo gesehen? Natürlich ist nach wie vor die Entscheidung in der Verwaltung, ob das jetzt genehmigt wird oder nicht, aber sie müssen die Nadel im Heuhaufen nicht mehr alleine suchen, sondern ein anderer sagt, da rechts unten, da ist eine Nadel, das gleiche gibt es nämlich in Singapur schon seit 5 Jahren. Und dann können die das überprüfen, so sorgfältig wie immer, und können dann ihre Entscheidung treffen. Wozu hat das geführt? Zu 2 Dingen. Erstens, die Entscheidungszeit hat sich halbiert. Das ist natürlich für den Antragsteller super, auch wenn es immer noch lang ist. Es ist aber auch für die Bearbeitenden besser, weil man natürlich viel zufriedener ist mit seiner eigenen Arbeit, wenn sie schneller erfolgt. Sie ist aber auch besser erfolgt, denn das zweite Ergebnis war, dass die Fehlerwahrscheinlichkeit dieser Entscheidung signifikant gesunken ist. Mit anderen Worten, die Wahrscheinlichkeit, dass man gesagt hat, ja, das Dings da gibt's noch nicht, hier kriegst du Patentschutz und dann stellt sich raus, gab's doch, also falsche Entscheidung, diese Wahrscheinlichkeit ist erheblich gesunken. Also an diesen beiden ganz unterschiedlichen Beispielen kann man, glaube ich, sehr anschaulich sehen, wie nicht nur Bürger was davon haben, sondern auch die Verwaltung selbst. Ich darf vielleicht mal die Frage an Frau Professor-Rockmann noch um eine Komponente sozusagen zu ergänzen, und zwar was das Angebot der amtlichen Statistik sozusagen angeht, an Behörden, die sich an diesem Prozess beteiligen wollen. Kann ich gleich was zu sagen? Ich nehme jetzt einfach mal die Innensicht ein. Also was ich vorhin sagte, ist ja auch das Produkt von vielen Jahren Arbeit, dass wir die Daten jetzt so zur Verfügung stellen können. Und da waren natürlich viele, viele Hürden zu überwinden in diesem Prozess. Es gibt immer die Leute, die sagen, Wissen ist Macht und ich gebe es deshalb nicht raus. So, also das ist grundsätzlich ein anderes Problem, aber es gibt ansonsten einfach das Problem, dass die Kolleginnen und Kollegen auch einfach ängstlich sind. Ne? Sie haben die Sorge, es werden eventuell Fehler erkannt und sehen eben nicht die Chance in solchen Verfahren und haben eben diese Fehlerkultur noch nicht entwickelt, weil es eben lange Jahre anders war. Und haben eben einfach nur die Sorge, ich werde nachher identifiziert, ich habe hier einen Fehler gemacht. Ne? Und deshalb ist es so super wichtig an der Stelle einfach, dass in den Häusern auch das Umdenken erfolgt. Und da ist es einfach wichtig, dass auch die Hausspitze das einfach so auch vorlebt. Denn alles andere hilft nicht. Ne? Das können die Mitarbeiter zehnmal, es kann ihnen 10-mal gesagt werden, wenn ihr Leben nachher was anderes ist. Dann, gut. Und ich denke mal, diesen Prozess haben wir einfach schon durchgemacht. Da haben wir einfach eine Runde Vorsprung an der Stelle und können jetzt eben sagen, gut, wir sind nicht am Ende des Weges, es geht immer noch besser, aber sind immerhin schon mal auf einem guten Weg. Ne? Und haben eben auch gelernt, wie wir unsere hochsensiblen Einzeldaten, die wir haben, ne? Jetzt gerade Volkszählung, ne? Sitzen wir auf einem Haufen Daten, die wirklich ja nun personenbezogen sind, und haben aber eben Verfahren entwickelt, wie man diese Daten durch Anonymisierungsverfahren so verwandelt, dass sie auf der einen Seite noch Aussagen treffen kann, also gehaltvolle Aussagen, noch Themen analysieren kann, aber eben nicht mehr das Risiko habe, dass eine Reanonymisierung stattfindet. Denn das wäre sozusagen für uns auch einfach der Super-GAU. Ne? Also was Schlimmeres kann einfach nicht passieren. Und das wäre sozusagen, das ist eigentlich auch unser Angebot an alle die, die sich auf diesem Weg begeben möchten und solche Daten eben zur Verfügung haben. Denn im Verwaltungsvollzug, das wissen wir ja, werden ja auch sehr viele Einzeldaten erhoben und für Verwaltungszwecke genutzt. Und ich denke, da besteht einfach noch nicht die Erfahrung, wie man mit solchen Verfahren hier wirklich sinnvoll was machen kann, um die Daten dann zur Verfügung zu stellen. Ja, vielen Dank. Vielleicht an Sie jetzt die Frage, welche positiven Beispiele Sie sehen, die Verwaltung dazu animieren, stärker noch in das Angebot von Open Data, Open Government reinzugehen. Ja, also ich kann nicht für die Verwaltung sprechen, ja, aber aus meiner Erfahrung vielleicht 2 Beispiele, wo ich was zur Motivationslage sagen kann. Also nehmen wir mal ein Beispiel, ein Gesetzgebungsverfahren des Bundesinnenministeriums, was in der zeitlichen Nähe lag zu einem anderen Gesetzgebungsverfahren, wo es um die Vorratsdatenspeicherung ging. Und die Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, machen sich viel Mühe, dieses Gesetz zu recherchieren, ein gutes Gesetz zu schreiben. Und sie fürchten häufig, dass
wenn das Gesetzentwurf oder dann erstmal draußen ist oder in der Öffentlichkeit ist, oder dass dann die Gesetze der Mediengesellschaft greifen und teilweise aus nicht nachvollziehbaren sachlichen Gründen gute Entwürfe, wo sie auch viel Zeit reingesteckt haben, in Papierkorb wandern. Und so, das war jetzt zum Beispiel in einem Fall die Motivation zu sagen, wir wollen frühzeitig mit einem Gesetzentwurf in die Öffentlichkeit gehen. Wir wollen den erklären. Wir haben uns erstmal nicht an alle Bürger gewendet. Da interessieren sich auch nicht alle Bürger für, aber an die, sagen wir mal, fachlichen Multiplikatoren, ja, also die sich damit, also es könnte sich jeder beteiligen, wer wollte, aber es sind dann nur die sich interessieren, die sich beteiligen, und das sind gleichzeitig wichtige fachliche Multiplikatoren, Fachjournalisten in der Wissenschaft, in anderen Behörden und so weiter, und von denen ein Feedback eingeholt zu diesem Gesetzentwurf. Also wichtig war für in diesem Fall, ja, also von vornherein für einen sachorientierten und ziel- und ergebnisorientierten Diskurs zu dieser politischen Entscheidung, die dann anstand, zu führen und es von vornherein in diesen Bahnen zu führen, diesen Dialog, um nicht so stark anfällig zu sein gegenüber dann irgendwelchen politischen Kapriolen oder Gesetzen der Mediengesellschaft. Also das ist eine Motivation, die ich kenne. Eine andere Motivation, darf ich vielleicht, weil es auch brandneu ist, vor 2 Stunden rumging, da sind wir auch involviert, kurz vorlesen. Das Bundesumweltministerium möchte neue Wege für eine transparente und ergebnisoffene Erkundung des Salzstocks Gorleben gehen. Hierzu gehört die Durchführung von Fachseminaren zu sicherheitstechnisch besonders bedeutsamen Themen. Dazu gibt es jetzt eine Online-Plattform. Es gibt auch allerlei Berichte, Erkundungsberichte, die vormals nie veröffentlicht waren, die jetzt heruntergeladen werden können auf dieser Datenbank. Von dieser Seite, die heißt gorlebendialog.de. Die Ergebnisse sollen genutzt werden, um eventuelle Lücken im bisherigen Kenntnisstand zu erkennen. Ergänzende Erkundungsmaßnahmen oder Forschungsarbeiten können daraus folgen. Also das ist so eine Transparenzinitiative des Bundesumweltministeriums in Sachen Weitererkundung von Gorleben. Ja, und da, das ist jetzt aber eine reine Interpretation von mir, liegt die Motivation da. Das ist ein absolut festgefahrener gesellschaftlicher Konflikt. Und um da überhaupt Handlungsoptionen zu erarbeiten für die Zukunft, gibt es kaum einen anderen Weg drumherum. Oder ist der beste Weg, die Transparenz zu wählen, um sich selbst und der Welt zu zeigen, dass hier nach bestem Gewissen halt erkundet wird. Und das kann man nur tun, indem man halt das komplett transparent macht. Genau, danke. Wir haben jetzt gerade schon gehört, vielleicht noch ein ganz kurzes ergänzendes Statement zu Anke, weil das ist ja sozusagen die Community. Ja, wo ich kurz noch eingehen wollte, auch der Punkt, dass man sagt, okay, wir haben Angst vor den Gesetzen der Mediengesellschaft und es wird irgendwas zerredet. Und ich glaube, da ist vor allen Dingen dann das Problem, wenn Beteiligung nicht Standard ist, sondern immer nur sehr sporadisch mal kommt, wenn Volksabstimmungen nicht normal sind, sondern wie im Fall der EU-Verfassung irgendwie alle paar Jahre mal sind, dass dann natürlich der Effekt einsetzen kann, sag mal, jetzt zeigen wir es denen da oben oder sowas in der Art, wie das ja in Irland, in Frankreich durchaus bei der Abstimmung über den Verfassungsvertrag der EU eine Rolle gespielt hat. Und ich glaube da, wenn man sieht, in der Schweiz ist das eine Sache, das ist in der Kultur verankert, das passiert seit Jahren und da findet dann wirklich eine sachliche Auseinandersetzung mit dem Thema statt, wo auch die Bürger sich halt entsprechend informieren in der großen Mehrzahl und halt nicht einfach so irgendwelche Rachegelüste ausleben wollen. Ja? Sondern wenn sowas einfach Teil der politischen Kultur wird, dann ist es eben eine Riesenchance. Und nochmal zu den Chancen und Motivationen von Verwaltungen, sich eben zu öffnen und an solchen Dingen teilzunehmen. Wir haben verschiedene Veranstaltungen gemacht mit Verwaltungen zusammen, wo dann halt gesagt wurde, wir haben bestimmte Datensätze, wir schaffen jetzt neue Anwendungen daraus. Und da hat man ganz oft halt so einen Aha-Effekt gehabt auf Seiten der Verwaltung. Dann sagen die, ach, das sind unsere Daten, ach, das können wir damit machen, das ist ja klasse. Ja, das löst ein Problem, was wir vielleicht intern hatten. Wir wollten vielleicht schon lange bestimmte Sachen machen, aber wir hatten vielleicht nicht das Know-how dafür da. Oder wir hätten es interessant gefunden, aber wir hatten jetzt kein Geld, irgendwen zu beauftragen, dort so etwas zu schreiben, weil das auch ein Ausschreibungsverfahren nötig macht und so weiter, kompliziert ist.
Und da kann man dann eben einfach sehen, da kommen ein paar Leute mit irgendwie ein bisschen verrückten Ideen, setzen sich dahin und schaffen einfach irgendwas. Mal eben so an einem Nachmittag, noch nicht perfekt, noch nicht total ausgereift, aber halt ja, zeigt dann eben das Potenzial schon sehr deutlich. Ja, ich darf jetzt das Publikum einladen, hier mitzudiskutieren. Der Kollege kommt, glaube ich, rum. Ja, danke schön. Ich hätte eine Frage an die gesamte... Vielleicht kurz den Namen noch. Ja, Wolfgang Zoll, ich bin selbstständiger Berater. Ich hätte eine Frage an die gesamte Runde. Wir haben jetzt eine Menge toller Beispiele gehört von dem Domplatz in Hamburg, von Gorleben, wo ich vor 30 Jahren schon die glazialen Geschiebe in der oberen Rinne diskutiert habe, den Kanalitanteil diskutiert habe und alles machtpolitisch weggeschoben worden ist. Wir haben andere Beispiele. Heute Morgen haben wir den Merker in Brandenburg gehabt, wo ganz toll war, dass der runtergefallene Ast in Kleinmachnow weggeräumt worden ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da tolle Einzelbeispiele bottom-up aufsummiert werden, aber da keine Strategie hinter steckt. Deswegen ist meine Frage, gibt es da irgendwo bei irgendwem Tendenzen zu sagen, die Verwaltung zu verpflichten, wir machen mal so einen Data-Katalog, was hast du denn überhaupt für Daten? Sodass wir dann mal darüber diskutieren können, welche davon wollen wir denn open machen? Ich will mal ein paar Beispiele sagen. Umweltbelastungen sind alle verfügbar. Ich kann das auf Straßen genau nachgucken, wie viel Schwebstoff ich in Berlin habe. Wir machen Qualitätsmessungen in Altenpflegeheime, habe aber keine zentrale Stelle, wo ich nachgucken kann, wie die jetzt alle geworden sind. Dann kommt das, was sie angesagt, dass dann eben halt die Leute das selber machen, wenn es der Staat nicht macht, obwohl er die Daten hat. Dritte ist, wir haben dezentrale Melderegisterstrukturen, obwohl alle Meldedaten bei der Finanzverwaltung vorhanden sind. Vierte ist, mein persönliches Hobby, die Haushaltsrechnung aller Gebietskörperschaften sind willkürlich verteilt in der gesamten Republik. Die einen machen es kameral, die anderen machen es doppisch. Und die Wirtschaft macht zentral, gezwungen vom Gesetzgeber, Transparenz dadurch, dass sie, jetzt kommt es gleich, alle Jahresabschlüsse müssen in ein Portal eingestapelt werden von allen Unternehmen. Und die Finanzverwaltung sagt, jetzt machen wir noch E-Bilanz und jetzt überträge ich das auch noch elektronisch. Dann habe ich auch schon die Standardisierung der Datenübertragung mit involviert. Fünfte will ich aber auch nicht verschweigen. Wir haben so schöne Datensammlungen wie im BKA, wo Leute wo Leuten gefahndet werden. Haben wir tonnenweise Daten von. Welche dieser ganzen Massendaten haben wir überhaupt? Wollen wir das katalogisieren, um dann zu fragen, wollen wir sie offen stellen? Das wäre jetzt meine Frage, ob da irgendwelche Aktivitäten... Ich würde mal sagen, im Hinblick der Zeit, wir sammeln vielleicht erst noch mal zwei. Ja, mein Name ist Thomas Waloschke, Fujitsu, und ich habe mal ein Verständnisproblem zum Thema Chancen. Sie hatten das eben gerade so nett erwähnt. Ich denke, dass wir hier über verschiedene Ebenen auch sprechen. Wir haben ja eindrucksvoll gehört, dass es Rohdaten gibt, die man verwenden könnte. Es haben wir auf der anderen Seite gerade einen Beitrag gehört über das, was heute Morgen kommuniziert wurde über Gorleben. Und dazwischen gibt es eine Auswerteebene, also Research. Und das ist das entscheidende Moment, was Sie quasi vorhin auch indirekt, ich sage jetzt mal sehr vorsichtig, angesprochen haben. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Weil die Rohdaten machen uns ja nicht glücklich. Sie sind einfach mal da. Und die politische Aussage, die Sie jetzt indirekt gebracht haben, gerade zum Thema Gorleben, ist ja Research gewesen. Das heißt, also ist ein Filter gelaufen. Und ich glaube, dass hier die Diskussion, wie viel Transparenz verträgt die Verwaltung, eben auch heißen muss, wie viel Filter muss man eigentlich einbauen. Das ist ein politischer Prozess oder es ist ein nicht politischer Prozess, je nachdem, wie wir das gestalten. Die Diskussion habe ich hier ein bisschen vermisst. Deswegen ist das Publikum da. Noch weitere für die erste, ja, vielleicht. Mein Name ist Andreas Schulz-Dietrich von der Firma Materna und ich habe als guter Demokrat natürlich viel Freude dran, wenn wir zu mehr Demokratie kommen. Aber ich muss auch als Bürger sagen, ich bin
oft überfordert mit den Fragen, mit denen wir uns jetzt schon befassen. Also ich muss mich mit Finanzproblemen der Griechen auseinandersetzen als Techniker und ich muss mich, oder ich komme gar nicht drum rum, mich mit dem Bahnhof in Stuttgart auseinanderzusetzen, obwohl ich da nie lang komme. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, wenn wir jetzt noch, wenn wir mit allen Daten der öffentlichen Verwaltung, die zu veröffentlichen sind, konfrontiert werden, dann werde ich irgendwann mal gezwungen sein, mich auch mit den ganzen Daten auseinanderzusetzen, einfach weil es dann heißt, ja, du hättest sie doch jederzeit einsehen können. Und ich frage mich so ein bisschen, wo ist denn da die Grenze, wie viel Transparenz kann man denn dem Bürger eigentlich noch zumuten? Sehr gut. Herzlichen Dank für die Fragen. Ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Ja, Anke. Ja, Frage 1. Es ist richtig, es braucht eine gemeinsame oder Top-Down-Strategie. Wie geht man mit diesen Daten um? Das passiert nicht überall, aber es gibt zumindest embryonale Ansätze. Unter anderem in Berlin, wo wir ja zumindest auf Landesebene am weitesten sind. Da gibt es, wie gesagt, ab 14. September ein Open-Data-Portal. Da war auch ganz am Anfang des Prozesses die Frage, was haben wir denn an Daten? Und in der Tat weiß das, also zumindest keine, also ich gucke jetzt nicht auf einzelne Behördenebenen, da ist es vielleicht ein bisschen einfacher, aber immer noch komplex. Aber wenn man jetzt zum Beispiel das Land Berlin, das ja ganz viele Behörden und nachgeordnete Institutionen hat, befragt oder andere Länder, ist es total schwierig. Und da hat man dann am Anfang zum Beispiel Fraunhofer einen ersten Auftrag gegeben, die haben auch die Umsetzung für das Open Data Portal gemacht, erstmal mit den Behörden gemeinsam herauszufinden, was gibt es denn für Daten. Und die Entscheidung darüber, welche davon können und sollen wir dann veröffentlichen, ist im Prinzip auch zweistufig. Da hat man zum einen auf berlin.de eine Umfrage veröffentlicht, nämlich, liebes Volk, wir können nicht alle gleichzeitig veröffentlichen, ist ja auch ein Aufwand irgendwo. Welche wollt ihr denn am dringendsten haben? Und dann hat man sich mit den Top 3, die dabei rauskamen, es gab also wirklich ein eindeutiges Ranking, hat man sich zuerst mit diesen Top 3 Rankings befasst und versucht jetzt, ist ja ein Aufbauprozess, das Portal, zuerst diese von den Bürgern am wichtigsten gefundenen Daten zu nehmen. Aber wie gesagt, zweistufiger Prozess. Natürlich kann ein Bürger kommen und sagen, ich will die Kriminalitätsstatistik und ich will wissen, wo alle Pädophilen wohnen. Da kommt dann der Datenschützer und sagt, halt, du kannst eine generische Statistik haben, aber du wirst nicht erfahren, wo die Pädophilen wohnen, weil das verletzt grundgesetzliche Rechte. Da kommt also, im Grunde sind jetzt einige Datenschutzbeauftragte in Deutschland, haben schon eine Doppelfunktion, die sind also gleichzeitig Datenschutzbeauftragter und Informationsfreiheitsgesetzbeauftragter, sind also auch und treten in der Öffentlichkeit auch sehr dafür ein, für maximale Transparenz, aber sind die, die am besten die Linie ziehen können, wo es noch grau und wo fängt es jetzt an, schwarz und weiß zu werden, wo ist der Personenschutz sozusagen höher. Und das auf anderen Ebenen, zum Beispiel Bundesebene, fehlt noch dieser Prozess, aber der muss in der Tat kommen. Was die Filter angeht für die Daten, das ist so, aber Erfahrungen in anderen Ländern, die weiter sind, zeigen, wenn die Daten einmal draußen sind, filtern sich die Leute das selber. Es gibt ja alle Arten Interessensgemeinschaften und das können Gorleben Anti sein und Gorleben Pro sein. Die nehmen sich selbstverständlich diese Daten und filtern sie, wie sie es gerade brauchen können und interpretieren die dann auf ihre Art und Weise und garantiert kommen auch unterschiedlichste Interpretationen dabei heraus. Aber man kann sehen, wo es herkommt. Zur letzten Frage, kann man Bürgern so viele Daten noch zumuten? Klar kann man. Ich zwinge nämlich niemanden und ich kann es auch nicht erwarten, sich diese Daten alle anzugucken. Genauso wenig, wie ich irgendeinen Bürger in Deutschland zwinge, die Bild-Zeitung zu lesen, nur weil es dieses Blatt immer noch gibt und viele andere Blätter, die total ähnlich sind und die kein Schwein lesen muss. Wir sind ein bisschen auf die Zeit schon. Ja, also darum sage ich nur zu dem Thema Filter was. Es war eben gesagt worden, wenn die Daten draußen sind, werden sich die Leute schon filtern, aber es gibt ja noch den Prozess, bevor die Daten rauskommen. Und ich denke, das war das, was Sie gemeint haben. Ne? Also praktisch dieses Anonymisierungsverfahren, was erforderlich ist, um den Personenbezug oder Firmenbezug oder was auch immer sozusagen rauszunehmen aus den Daten, dass ich nicht reidentifizieren kann. Und das ist jetzt der Werbeblock für die amtliche Statistik, den ich dazu nur sagen kann. Wir sind sozusagen per se neutral und unabhängig und machen das in dieser Art und Weise. Wir sind nicht interessengeleitet, wie vielleicht durchaus andere Verwaltungen sein könnten, sage ich jetzt mit Absicht und Vorsicht. Ne? Also das ist nur, wir dürfen sowieso nicht sein.
Und ich denke, da hilft es uns auch, die Scientific Community auch immer als sozusagen Kontrollgremium noch zu haben. Ne? Denn die Wissenschaftler, die mit wenig, mit schwach anonymisierten Daten arbeiten und das in unseren Räumen tun müssen, weil wir dann immer gucken, was kommt dabei raus und ist da nicht ein Risiko drin in den Daten, denke, die dienen auch noch mal als Korrektiv sozusagen für diese ganzen Verfahren, die da eingesetzt werden. Ja, herzlichen Dank. Ich muss auch gar nicht auf alle Fragen eingehen, weil es die anderen auch schon gemacht haben. Vielleicht darf ich noch ergänzen, dass ich es wichtig finde, wenn wo überall Daten zur Verfügung gestellt werden, auch einen Rückkanal mit anzubieten, damit man halt, das hat aber auch Anke Domscheit eben schon gesagt, also bedarfsorientiert vorgeht. Man muss sich auch gerade, wenn es um Transparenz geht, das vielleicht darf ich dann... Ja, ich bin ja Psychologe, aber an der Stelle nochmal sagen, es ist ja ein subjektives Konstrukt, Transparenz. Also was für den einen Transparenz ist, ist für den anderen eine absolute Überforderung oder ist es viel zu wenig an Informationen. Das heißt also, um das Transparenzerleben, ja, auch bei den einzelnen Bürgern oder bei den Rezipienten zu haben, muss man bedarfsorientiert vorgehen und ein Ohr dafür offen haben, einen Kanal dafür haben, zu erfahren, was denn noch zusätzlich gefordert wird. Also das finde ich einen wichtigen Punkt. Und ich finde aber auch einen wichtigen Punkt, man muss ja, wir reden über sehr unterschiedliche Dinge jetzt, über Daten oder andere Dinge, die man transparent machen könnte, also zum Beispiel Gesetzentwürfe, um bei dem Beispiel nochmal zu bleiben, ich bin jetzt nicht dafür, zu sagen, man sollte Gesetzentwürfe im Piratenpad schreiben und man soll quasi live zugucken, wie der Referent im Ministerium da die Sätze reintippt. Also um es mal ultra transparent vielleicht sich vorzustellen. Sondern ich denke, die muss ja auch arbeitsfähig bleiben. Es gibt sehr gute Gründe, auch Dinge in kleineren Kreisen erstmal zu besprechen. Aber man muss halt die wichtigen neuralgischen Punkte definieren, an denen man den Prozess öffnet. Ja, nochmal kurz zu der Frage nach. Okay, alles klar. Kurz nochmal zu der Forderung, dass man eben Datenkataloge erstmal veröffentlicht, dass man sagt, okay, finde ich eine ganz wichtige Forderung, dass man sagt, staatliche Stellen sagen, welche Daten sie erheben und zu welchem Zweck. So, sie geben doch erstmal nicht die Daten raus. Ich finde das auch aus datenschutztechnischer Perspektive ganz wichtig, dass man eben, ich kann mir die Frage stellen, ist das denn irgendwie nötig, dass diese Daten erhoben werden, ja, über mich, über meine Zusammenhänge. Von daher, ja, da, das wäre eine sehr, sehr wichtige Grundlage auch für die Diskussion. Und zum Punkt Überforderung oder nicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass gerade das Veröffentlichen von solchen Datensätzen in ganz vielen Fällen zu Erleichterungen führt für viele, viele, viele Menschen. Also ich bin selbst auch kein Programmierer und ich gucke mir auch nicht 150 Seiten CSV-Dateien an. Aber ich habe Kollegen, die schaffen damit in kurzer Zeit großartige Dinge und schaffen etwas wie offener Haushalt, wo ich raufklicke und ich gucke mir das an und ich kann mit einem Blick die Dimensionen unseres Bundeshaushaltes erfassen. So, ich kann sehen, wie viel Geld wird ausgegeben für unsere Schulden, wie viel Geld wird ausgegeben für Verteidigung, für Soziales. Und ich kann reingehen in die Ebenen. Etwas, was ich dadurch, dass ich mir dieses 1000 Seiten dicke Buch besorge, niemals erfassen könnte. Ja. Also die Idee dahinter ist und deswegen auch die Forderung nach Rohdaten und weiterverwendbaren Daten, dass Leute diese Daten nehmen und damit dann entsprechend Anwendungen schaffen. Und das ist eben der Prozess, der dann auch läuft. Ja. So, im Anbetracht der Zeit leider Gottes keine Schlussstatement-Runde, aber dadurch, dass ja alle, glaube ich, gleichzeitig drangekommen sind und wir niemand da irgendwie unterrepräsentiert haben, denke ich, darf ich Sie in die Pause entlassen, darf mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken, den Panelists recht herzlich für das Erscheinen und darf Ihnen noch eine schöne weitere Konferenz wünschen. Dankeschön.